Herzlich willkommen zu meinem ersten möglichen Projekt hier auf dem Kanal, nämlich Anno 2070. Und als erstes starten wir dann mal mit der Kampagne. Natürlich mit Kapitel 1. Wir gehen ja chronologisch vor, also von 1 bis irgendwas. Und hören uns dazu erstmal das Einleitungsvideo an. Sie sind also die Verstärkung, auf die die Firma besteht? Naja, hoffen wir, Sie haben mehr drauf, als der erste Anschein vermuten lässt. Mein Name ist übrigens Thor Strittberg. Ich bin für die strikte Einhaltung des Global Trust 2-Jahresplans verantwortlich. Global Trust ist der weltgrößte Energielieferant. Unser Netzwerk umfasst Kontinente. Und einer der wichtigsten Knotenpunkte ist genau hier. Die Öl- und Kohlevorkommen, für die ich verantwortlich zeichne, decken bereits 18% des gesamten monatlichen Bedarfs von Global Trust. Und dennoch steigen die Fördervorgaben aus der Zentrale ständig. Um den enormen Strombedarf auch weiterhin zu stillen, sind wir gerade dabei, das hydroelektrische Kraftwerk am Staudamm zu modernisieren. Ingenieuren ist es gelungen, ein neuartiges Hochleistungsmodul für die Hauptturbine zu konzipieren. Dabei könnten sie sich nützlich machen. Wir müssen die optimierte Turbine schnellstmöglich zum Einsatz bringen. Sonst ist die Erfüllung des 2-Jahres-Plans ernsthaft gefährdet. So, das war das Einleitungsvideo. Da machen wir ganz einfach mit der Mission 1 weiter. Die Erfüllung des 2-Jahres-Plans wird mir bei Global Trust endlich das Ansehen einbringen, das mir zusteht. In der Mission 1 haben wir es, so wie es aussieht, nur mit Thor Strindberg zu tun, vorerst. Aber nachdem ja anders wie bei den Vorgängerteilen von 2070, also von Anno 2070, wir dieses Mal mit jeder neuen Mission immer auf dem vorherigen Stand aufbauen, der Karte. Müssen wir schon mal schauen, dass wir uns jetzt zumindest ein bisschen strukturiert alles bauen. Wer will, kann sich das da durchlesen. Ich lese jetzt nicht vor. Vielleicht lese ich es noch vor, wenn es mal Anna in die Kommentare vorschlägt. Archer hat Zielkoordinaten erreicht. So, wir sind schon im neuen Sektor angekommen. Unser Mutterschiff sozusagen. Da sind sie ja endlich! Thor Strindberg. Wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue 2-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Eine Herausforderung für die. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Mission 1. Ja, 2 Jahre ist klar. Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Kommandoschiff, einsatzbereit. Navigator. Also gut, bevor wir jetzt überhaupt erstmal das Bauer können, müssen wir natürlich erst ein bisschen Material bei ihm jetzt abholen. Registriere Festland. Mal vor. Weil das Schiff braucht immer so die Küche am Anfang. Nächsten Punkt weitergehen. Gut. Im sollen wir uns in dem Bereich hier ein Konto errichten. Also so ein Hafengebäude sozusagen. Perfekt! Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Ladebasis bebaut. Währenddessen schicke ich jetzt schon mal unser Schiff hier los, die Karte unten aufzudecken, weil
Wie schon gesagt, wir spielen mit jeder Mission immer weiter auf der Insel bzw. auf der Karte. Nur die wird immer ein wenig größer, die Karte. Aber das, was wir schon aufgedeckt haben in der vorherigen Mission, bleibt erhalten. Also decken wir es jetzt schon auf, weil jetzt haben wir noch Zeit. Spieler wird es dann eher ein wenig stressiger. Oder ein wenig herausfordernder. Letztes mehr oder weniger alles noch so. Achtung! Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Bau von Wohnhäusern wird empfohlen. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Als erstes habe ich da jetzt mal einen Marktplatz sozusagen gebaut. Bisschen futuristisch aus. Als die, wo man heutzutage in Städten oder so sieht. Aber gut, spielt ja in der Zukunft. Anno 2070. Das Ganze schon mal mit Straßen verbunden. Immer schon mal Bauweise. Warnung! Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. In Mexiko brauchen wir da unten Baumaterial für jedes Haus. Müssen wir natürlich auch was produzieren. Gleich immer wieder mehr produzieren. Energieversorgung mangelhaft. Warnung. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen. Mal leider Energie überholt. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Das wird sich jetzt auch bei den nächsten Minuten gelöst, aber dann kriegen wir erst das Kraft. Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten. Wisst ihr das? Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin. Sobald. Ich hätte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen. Aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Scanne Energieversorgung. Ergebnis mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. Also das hier, da können wir dann ein Kraftwerk, also ein Kohlekraftwerk bauen. Dazu brauchen wir natürlich erst was Kohle abbaut. Oder Schaufelabbagger in dem Fall. Energielevel stabilisiert. Optimierung erfolgreich. Ich kann. Und jetzt dauert es noch einen kurzen Moment, bis. Empfange dringende Nachricht. Abgebaut ist. Und dann. Am Damm wären dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten nötig, aber Mr. Strindberg sieht das ja anders. Kann sich das hier durchlesen. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Er will eigentlich, dass wir, also der Ingenieur Petersen, der von uns, dass wir Strindberg überzeugen, mit dem Einbau der Turbine zu warten, sodass die Ingenieure erstmal Tests machen können und den Bestand reparieren können. Aber das mag er anscheinend. Absender der Mail lokalisiert. Warnung. Produktion gestoppt. Ein Auftrag. Sie haben meine Nachricht also erhalten. Wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie.
Vielleicht wird jetzt als erstes nochmal die Karte aufdecken. Weil er das uns dann die Mission zum Aufhören zu zwingen, weil die Mission ist jetzt auch dann gleich vorbei. Die erste, und wenn man das dann zumindest schon mal schafft. Währenddessen habt ihr ja gesehen, dass ich vorhin ja bei der Plattform hier drauf geklickt habe. Da habe ich jetzt sozusagen in jedem Fall. Ein guter, können Sie sich endlich einmal nützlich machen. Die sollen wir jetzt hier rauf liefern, sieht man durch den Pfeil, der rauf und runter geht, durch den Blau-Gelb. Machen wir doch gleich einmal, hätte ich gesagt. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Ja, ja, Peterson wieder einmal. Der wittert doch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Zugegeben, keine schlechte Leistung. Aber diese Angelegenheit ist auch noch nicht geregelt. Jetzt machen wir eine Eskorte sozusagen für das Schiff da. Wollen Sie hier etwa mit Ihrem Erfolg prahlen? Na bitte, Sie lernen ja doch dazu. Eskortieren wir das Schiff mit feindlichen Schiffen, das Schiff sozusagen dann zerstören. Gehört auch zu der einen Nebenquest, die wir da gemacht haben. Kann man da lesen. Hier unten dann eskortieren Sie das Schiff zum Rand des Sektors. Da ist auch schon das erste feindliche Schiff aufgetaucht. Das ist das erste und das einzige, um zu strammen, das andere. Sieht sehr stark aus danach, dass wir gewinnen. Wir haben immer noch 350 Trefferpunkte. Der Upload 100 war hoch. 152 von 250. Schiff, das eskortiert ja jetzt den Sektor verlassen, weil hier hört die Karte auf. Das ist jetzt halt weg, das Schiff. Das ist zerstört bloß noch das, weil es mir einfach Spaß macht sozusagen. Jetzt haben wir hier eine Kiste da. Aber das ist den Eskortbeleg, den müssen wir bloß noch bei Strindberg vorlegen, wenn wir das Schiff auch wirklich eskortiert haben. Nicht bloß so getan. Das hier werden Sie wohl zustande bringen, oder? Das war ja auch keine große Kunst. Den Stahl hier. Den müssen wir jetzt hier abgeben. Keine Zeit zum Reden. Die Konstruktion der neuen... In der Konstruktionsanlage. Auch dementsprechend die neue Turbine fertigen können. Währenddessen können wir schon mal ein paar neue Häuser bauen. Die brauchen wir so und so. Wir brauchen ein paar mehr Steuernahmen, weil wir sind noch im Minus. Ah, der Stahl, wenigstens das. Wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck, ohne... Emily, registriere eine Weiterentwicklung. Gratulation. Nachdem ich jetzt da schon Häuser gebaut habe, habe ich eigentlich eine Aufgabe schon vorweggenommen. Weil ich werde nämlich mehr Häuser bauen. Aber... heißt es eigentlich nur noch abwarten, bis die Turbine fertig ist. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Jetzt ist sie sozusagen fertig. Diese Turbine soll den Energieoutput des Kraftwerks also verdoppeln? Das werden wir ja sehen, wenn sie eingebaut ist. Peterson, an die Arbeit. Zeit ist gelb. So, das war schon die erste Mission. Jetzt wird die eingebaut. Schauen wir mal, was alles passiert. Jammern Sie nicht, Peterson. Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Auf volle Leistung, ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Dams wird das nicht verkraften.
Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! Oh oh. Alle raus müssen ist schon mal gar nicht schlecht. Unser rotes Licht leuchtet und irgendwas explodiert es auch. Peterson, was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Oh, das war dann die erste Mission. Die habe ich jetzt eigentlich schon zum zweiten bzw. zum dritten Mal aufgenommen. Die Audioqualität so schlecht war. Schauen wir halt einmal, wie es ankommt. Dann folgt demnächst die zweite Mission. Also, viel Spaß. Bis dahin. Euer Daniel.